Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit dem Mark Acker Doomsday und der Tina auf der neuen Map unterwegs und wir müssen reden. wir hatten im Spiel schon sehr, sehr viel Redebedarf. Und zwar ging es darum, dass Mark Quickplay gespielt hat und dort auf einen Cheater getroffen ist. Was da genau passiert ist, das blende ich euch während des Spiels ein. Und dann gibt's halt so ein paar Mängel, ja. Ich meine, Crytek macht alles super. Ich liebe dieses Spiel. Es gibt kein besseres Spiel für mich. Aber es ist schon teilweise sehr buggy. Zum Beispiel, das ganze Traden geht einem auf den Sack. Gerade wenn man Pumpgun-Spieler ist, es nervt einfach. Das war früher nicht so und das war auch viel, viel besser. Wir haben eine Runde gespielt. Das war auch gestern, da hat Mark mit einem getradet und der ist viel, viel später umgefallen als er. Das blende ich euch auch dann hier während der Runde ein. Bin mal über eure Meinungen gespannt. Und so einige Missstände. Das liegt natürlich daran, dass ganz, ganz viele Hyping-Leute auf dem Server sind. Ja, wir sehen fast nur noch Russen. Es ist einfach fürchterlich. Ich habe nichts gegen Russen, versteht mich nicht falsch. Ich mag das Land sogar sehr gerne und alles, was dazugehört, aber ich finde, dass Russen nichts auf dem EU-Server zu tun haben oder nichts, die sollten da nicht drauf sein, wenn die einen eigenen Server haben, ja. Klar sagen dann viele, dann werden deren Server nicht voll oder unsere oder so, das ist Quatsch, ja. Wenn die ganzen Russen auf ihren Servern spielen würden, dann wären die Server auch voll, ja. Da muss Crytek, glaube ich, irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber theoretisch ist es möglich, ja. Die müssen irgendwas machen, dass die Hyping-Leute nicht bei uns auf dem Server rumgammeln, weil das ist einfach nur nervig, ja, dieses Getrade und auch dieses, wir hatten letztens Chinesen auf dem Server, die waren nicht zu treffen. Die waren einfach nicht zu treffen. Das ist super, super nervig. Dann kommt hinzu mein Kritikpunkt, dass die Updates viel zu schnell veröffentlicht werden, ja, beispielsweise jetzt das 1.7er, das wurde so, das war eine Woche auf dem Testserver oder anderthalb und dann kam das schon auf dem Live-Server, warum, ja, da sind so viele Fehler drin, beispielsweise, dass der Newsfeed sich nach jedem Spiel öffnet, es ist einfach nur nervig, ja, es ist so furchtbar, oder dass man bei den Teamdetails, wenn man auf einen klickt, sieht man nichts mehr. Dann muss man erst auf Weiter klicken oder auf Zurück, je nachdem, wo du das geöffnet hast. Und dann siehst du erst die Statistik von dem, ja. Oder wenn du über die KD hoverst, ja, dann siehst du im Hintergrund nur, wie viele Kills und so er gemacht hat. Und das ist auch ganz schlecht zu erkennen. Das sind so viele Fehler, die dürfen doch eigentlich gar nicht passieren, ja. Ich finde es ein bisschen schade. Man hat so das Gefühl, dass irgendwas dahin geklatscht wird und gar nicht großartig getestet wird vorher. Naja, sei es drum. Ist nicht meine Aufgabe. Ich liebe dieses Spiel nach wie vor, aber solche Sachen nerven halt. Es gibt halt die Serverprobleme, also die Serverperformance ist in letzter Zeit auch schlecht. Was viele tatsächlich haben, ganz, ganz viele Leute habe ich mir sagen lassen, dass die FPS-Einbrüche haben seit dem 1.7er Update. Ja, dass die, wir haben gestern mit Sascha gespielt, der hatte teilweise 40 FPS nur, ja. Kann auch nicht sein, sowas. Und das war nicht nur Sascha, der das hatte, das haben alle. Marc hat das zum Beispiel auch, Handwerker. Und viele, viele andere auch. Ich habe jetzt gar keine Probleme damit, was gut so ist, aber naja. Es kann aber auch nicht an den PC liegen, weil Marc hat zum Beispiel einen viel, viel besseren Rechner als ich. Und von daher, da muss, glaube ich, was überarbeitet werden. So, der nächste Punkt sind natürlich, wie vorhin schon mal angesprochen, die Cheater. Jetzt will mein Hund rein und klopft die ganze Zeit hier an der Tür. sind die Cheater, es werden immer mehr. Es werden wirklich immer mehr. Wir hatten gestern eine Runde, da haben wir uns fast eine Stunde lang mit Cheatern rumgemurkst, ja. Es waren zwei verschiedene Teams, die uns angegriffen haben und es waren safe aus zwei Teams zwei Cheater, ja, in jedem Team einer. Und das kann doch nicht sein, ja. Ich bin am Überlegen, tatsächlich die Runde zu schneiden und hochzuladen mit den Cheatern. Aber ich bin mir noch sehr, sehr unsicher, weil ich möchte solchen Leuten einfach auch keine Bühne mehr geben, weil das geht gar nicht. So, und jetzt habe ich genug gelabert. Ich habe schon einen ganz trockenen Mund. Ich muss unbedingt was trinken jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Runde. Meine erwähnten Einblendungen kommen natürlich. Seid gespannt drauf und würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß.
Weiß ich nicht. Naja, Special Money wissen wir ja nicht. Das war ja nur eine Vermutung, dass es an Dragon Breath gelegen haben könnte. Aber ich stand ja oben drauf. Und er unten. Ich weiß nicht, wie weit Dragon Breath wirkt. Range-mäßig. Aber das dürfte die äußerste. Also die. Ich war nicht mitten in der Range über die Raben. Hab's gesehen. Ich war nicht mitten in der Range drin, sondern wenn, dann war ich knapp drin. Mhm. Ja, ich denke, dass der keine Ahnung was hatte. Der wird Track and Breath oder so gehabt haben mit irgendeinem Multiplikator oder was weiß ich denn. Dass der auf jeden Fall, also dass der gecheatet hat, ist klar, ne? Wie sollen der sonst einen 50er Hunter im Quickplay benutzen? Das ist ja, das geht ja gar nicht. Ich höre doch nicht drin. Nee, du bist ja auch hier. Ja, mit dem 50er Hunter ist so eine Sache, ich trap hier vorsichtig. Ist so eine Sache, das kann das Rot, auch die sind schon dabei. Wollen wir reinrennen? Ja. Ja. Einer hat Hit. Hier im Eingang. Ich bin drin. Hier draußen irgendwo. Hab einen. Einer hat sich geheilt. Einer ist über mir. Ne, der ist draußen, glaube ich. Wo hast du den erschossen? Hier draußen vor der Tür. Ich mach Gift drauf. Einer ist, glaube ich, über mir auf dem Balkon. Hab einen! Nice. Ich glaube, einer ist über mir. Er könnte zu dir kommen. Nein! Ich bin runtergefallen im Balkon. Der ist oben. Unten. Oh, okay. Ja, ist klar. Mach das mal alles ohne mich. Der hätte dich weggepusht, ne? Wenn du nicht runtergesprungen wärst. Nee, ich hatte ja, schon das Messer ausgeholt, aber er ist einfach über die Balustrade gesprungen. Ah, okay. Ist das der dritte gewesen? Ja. Ja. Okay, nice. Hat jemand Geier dabei? Nee. Neuer Hunter. Hier liegt eine Terminus, wenn jemand möchte. Nö. Gib mir mal die Muni aus deiner Terminus. Oben auf dem Balkon habe ich ein rotes Fass gechappt, vorsichtig. Hm. Nein! Das hört man nicht gerne, wenn man dann nicht drauf geht. Nee. Die hat mich angeschrien, habe ich gezündet und dann war sie weg. Also nicht weggelaufen, sondern sie war weg. Ach du Scheiße, bist du weggefetzt gerade? Boah, dich hat's voll weg. Ach guck mal, du zeigst Fuck you. Hast du gerade die Tina gelöst? Ich verstehe nicht, was die ganzen Russen hier bei uns auf den Servern zu suchen haben. Viele sagen, die sind auf ihren Servern und da sind die Server nicht voll. Aber woran liegt das denn? Einfach weil die Idioten, sorry, wenn ich das so sage, hier in EU rumspazieren. Naja, klar, wenn sie mal da bleiben würden mit ihrem Arsch. Mal, der Hunter hier, einer, den wir getötet haben. Ja, unten auf der Terrasse. Ja. Ja, den habe ich getötet. Der ist nicht lootbar und hat keine Waffen. Was? Ist das der, auf den du Gift geworfen hast? Nee. Dann ist es nicht der. Die Waffe liegt hier unten, Terminus. Ach so, doch, das. Doch, den haben wir. Okay, dann packe ich die Terminus jetzt ein, bevor sie hier draußen liegen bleibt. Weil. Hab das aber vorne gesagt, dass der eine Terminus hat. Ja, yeah, weiß ich. Ich dachte, du nimmst sie. Achso, nee, ich habe eine gehabt. Ah, okay. Was hat er hier? Ein Sniper. Boah, Frank Rosin Sniper. Ja. Ja, dann nimm sie doch. Nee, ich behalte die Terminus. Ich habe Levering. Komm, wir machen Windel-Hörtest. Funktioniert. Meine Windel funktioniert auch. Ach, schon ja. Wieder ein Russe, guck mal. Oh Mann.
Es ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich verseucht. Warum? Dann sollen sie den Russen-Server zumachen, verdammt. Nee, ja. die sollen Ping-Restriction machen. Ja, das funktioniert aber nicht, weil viele Deutsche auch einen hohen Ping haben. Und dann kommen die auch nicht mehr drauf. Nee, genau. Das ist ja auch okay. Ich glaube, das können sie sich leisten, wenn die Server regelmäßig extrem voll sind, aber sind sie ja leider nicht. Ach, es fuckt mich momentan echt ab. Gerade die Situation vorhin, als du den erschossen hast und kurz danach ist er umgefallen. Das ist, boah, weißt du was, wenn das eine gute Runde wird, packe ich das ins Video rein. Einmal dein Dings packe ich rein, weil da haben wir am Anfang von gesprochen und das von eben packe ich rein. Aber da müssen wir jetzt sowas reisen, Fräuleins. Was? Ja, na klar. Was? Da stimmt etwas nicht. Aber das schaffen wir nicht, die sind ganz unten. Also wird es wahrscheinlich doch niemand sehen. Vielleicht kommen die auch hoch? Ne, glaube ich nicht, die haben direkt einen Ausgang. Und wir ja auch. Wow. Aber wir können uns ja mal auf die Wanderschaft begeben, wenn es fertig ist. Ich komm, ich aber mache. Ich ein Säckchen. Gibt es ein gutes Video mit sehr viel Kritik an Crytek. Gut, dass ich kein Partner bin. Ja. Ich glaube, wenn du klar rausstellst, dass du das Spiel gut findest, dass du es nach wie vor empfiehlst, es zu kaufen und du hoffst, dass die Community größer wirst, aber das sind Punkte, die immer benannt werden müssen, dann kann die Kritik nicht so schlecht sein. Ja, das stimmt. Was die halt nicht wollen, ist so Geflame. Alles scheiße, habe ich deinstalliert und das geht nicht und das geht nicht. Ja. Da weiß man dann auch immer nicht, ob das Leute sind, die einfach weggeschissen wurden. Keiner da. Mhm. Komm, wir gehen runter, oder? Mhm. Wir versuchen es. Hier ist noch eine Eingreifbox. Denkt an die ganzen Fässer, die wir hier getrippt haben. Ja. Ja, die sind da immer, die sitzen da beharrlich und nur einer hat aufgenommen. Ja. Aber denk dran, es sind meine russischen Freunde. Mhm. Müssen ein bisschen aufpassen. Ich geh hin und sag, na, ihr kleinen Racker. Geh das mal hin und sag, Wodka, Nostrovia. Dabei. Zucker blärt. Idina, es gibt ja auch europäische Spieler, die sich russische Namen geben, in der Hoffnung, dass sie da nicht angegriffen werden. Meinst du? Ja, sicher, ja. Logisch. Ich nenne mich jetzt 1049/Russ. Ey, der Boden hat sich bewegt bei mir. Ah, guck mal, jetzt kriegen sie Angst. Oh, wo laufe ich denn da? Jetzt merken sie, dass wir kommen. Jetzt nehmen sie gleich ihre Beine in die Hand und laufen raus. Warte mal. Ab. Gleich den Wodka und hauen ab. Ja, und dann trinken sie sich ein. Die denken sich auch. Die denken sich auch, lass uns wieder auf EU-Server gehen, da können wir unser KD hochleveln, weil die kriegen uns eh nicht. Huch! Irgendwas stimmt hier nicht. Das Pferd hat sich gerade rumgedreht. Was stimmt denn mit Hasi nicht? Hasi hat gesponnen. Aber die haben Beef, glaube ich. Ich guck mal kurz. Oder hast du? Nee, noch nicht. Überall! Ganz oben sind welche. Was? Ach du Scheiße, Weihnachtsbaum. In dem Gebäude sind auch welche? Ja, ja. Ich muss nochmal gucken. Überall. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Hab einen. Bounty. Wer hat die Bounty? Nimm Martina die Bounty. Muss noch mal gucken. Ja, oben zwei Mann drin. Und hinten sind auch welche. Hier oben drin? Ja. Ja. Bin am Haus dran. Eben. Schade, kein Feuer. Hat sich geheilt? Hier außen ist einer.
Hab ihn gesehen. Ich glaube, der ist über mir außen. Nee, ist drin. Schmeiß was rein. Nein, jetzt wusste ich. Nice. Der andere kommt ran. Stirbt aber. Nice. Da ist noch einer. Zwei noch hier oben drin. Ja, der hat den aufgehoben, glaube ich. Scheiße. Wieder ein? Jetzt müssen wir da hoch. Ja, aber es ist hustet. Also es choked noch. Scheiße. Bei mir ist noch einer. Komm mal. Wo ist er? Bei mir da oben. Hab ihn. War's das? Hier, bei mir. Glaube. Warte kurz. Ja, bei Marc da unten. Ich hebe erst Tina auf, schnell. Stand up. Okay. Guck kurz. Der ist da hinten, ganz da hinten. Ich bin safe. Ja, wir müssen ja eigentlich pushen. Der ist alleine. Hallo. Ich guck kurz. Immer noch hinter Felsen da. Ja. Direkt vor mir. Jetzt habe ich aber gezittert, du, mein lieber Gerade Mann. Gerade in der Dark Side, scheiße. Jetzt habe ich gezittert. Ich guck noch mal. Nee, ist alles gut. Brauchst du nicht. Was, das? Ja. So, dann haben wir doch eine Runde zum Hochladen. Und gut, dass ich die Sniper mitgenommen habe. Könnt ihr mal bitte eure Kills alle speichern? Da war jetzt so viel los. Aber mach ich gerne. Da war jetzt so viel los. Tina hat den da oben ständig gedownt, glaube ich. Mhm. Tina, mein Laden ist geöffnet! That's the moment. He knew he fucked up. Entschuldigen Sie bitte, hier ist auch extra sterilisierte Heilung für Sie. Da. Vielen Dank. Bitte. Kostet $86. Ah, nee, es ist für sie umsonst. Ist gar keine Frage. Das will ich wohl auch meinen. Okay, es ist schon spät, wir müssen nach Hause. Macht mal hier, muss mal den Laden dicht machen jetzt. Als Stammkunde. Ja. So, Laden ist dicht. Und jetzt reiten wir los. Also jetzt eskaliert er aber! Tanz für mich! Was? Autsch! Oh, du hast Blut aus deinem After verloren. Ey! Okay, das war doch dann noch echt gute Runde. Normalerweise, wir hatten oben einen Ausgang, wären wir niemals nach unten gelaufen. Aber ich wollte halt unbedingt daraus ein Video machen und mal so zwei Sachen zeigen. Ich hätte noch 1000 andere Sachen gehabt, die ich hätte reinschneiden können in Sachen Trading und so weiter. Was, ich finde es furchtbar. Ich finde es wirklich furchtbar. Zur Runde selber. War ganz geil, dass wir die da oben so fast ohne Widerstand wegmachen konnten bei Planetarium. Quatsch, wie heißt das denn richtig? Tina sagt immer Planetarium, das ist jetzt irgendwie im Kopf drin. Aber ihr wisst, was ich meine. Pearl Plantation heißt. Ja, und dass wir dann runtergelaufen sind und da die Hölle los war, da hat ja alles geblinkt. Fand ich echt super. Tina hat die oben die ganze Zeit kaputt gebombt. Die sind zweimal umgefallen oder dreimal. Marc hat den sensationell weggesnipert, weil der gerade zu uns laufen wollte. Da musste ich jetzt auch nochmal im Schnitt lachen, weil ich gesagt habe, der kommt. Und dann sagt Marc jetzt nicht mehr. War sensationell. Ja, war, fand ich, eine sehr gelungene Runde. Und
Ja, was mir noch eingefallen ist, was ganz krass ist derzeit, dass jeder diesen Wallhack hat. Ihr kennt das, ich habe mal ein Video darüber gemacht, wo ich oben bei Elaine war und das Gebäude nicht gesehen habe. Und das, ich bin tatsächlich nicht der Einzige, der das hat. Das haben ganz, ganz, ganz viele. Ich brauche nur irgendwelche Streams anzumachen oder sowas und dann sehe ich das ständig. Das sind einfach Sachen, die dürfen nicht passieren, meiner Meinung nach. Es hat doch vorher super geklappt. Warum ist jetzt auf einmal dieser Bug da? Ja. Dazu gibt es die Testserver, da soll man das auch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Wochen testen, um einfach zu gucken, ob alles stabil läuft, und das tut es einfach nicht. Ja, garantiert fallen mir nach dem Video noch viele andere Sachen ein, die nicht gut laufen und so weiter, aber ja, das wäre, glaube ich, zu viel für ein Video. ja, ich hoffe, Crytek macht sich mal so ein bisschen Gedanken darüber, beziehungsweise hört auch mal auf die User, weil ich habe auch ganz viel im Discord bei denen gesehen, dass ganz viele da irgendwas geschrieben haben, was nicht so positiv war, und da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Finde ich schade. Und da ich kein Partner bin, kann ich ja meine Kritik äußern. Ich bin nicht sicher, ob Partner das dürfen. Aber es ist ja auch keine böse Kritik, es ist ja konstruktive Kritik. Und wie gesagt, ich liebe dieses Spiel und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute sich noch das Spiel kaufen und dass die Community noch viel, viel größer wird. Das ist natürlich Sinn der Sache. Ja. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie game.de, die mir den für euch zur Verfügung gestellt haben. Könnt ihr jederzeit nutzen, ich bin da auch immer drin. Game.de könnt ihr auch gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber ein Teamspeak, Mumble, Webspace, Root Server, Game Server etc. sucht. Da seid ihr an einer super Adresse, wirklich. Ich bin top zufrieden mit denen. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und macht euch mal Gedanken darüber. Haut rein, tschüss.